Am Brandenburger Strand in Westerland auf Sylt gab es für die Besucher nicht nur ein Plätzchen an der Sonne. Traditionell Mitte August fand hier die 13. Sylt Sailing Week, das Final Race der Super Sail Tour, statt. Die Veranstaltung ist eines der wichtigsten Wassersportereignisse auf Sylt. Die besten Kattsegler der Welt treffen hier zusammen. Detlef Mohr segelt in diesem Jahr gemeinsam mit Karin Wichert für VW. Wir haben unten auch einen drei schwarz-weiß karierte Flanken. Das ist der Zielbereich. Nur in diesem Bereich. Da haben wir dann wieder. Die ganze Tour setzt sich bei uns zusammen aus vier Orten, in denen wir mit unseren Hobie 60 Katamaranen Stationen machen. Das sind Grömitz, Kelnhusen, Scharbeutz und dann eben auch Westerland. Und Westerland ist gerade so der Höhepunkt für unsere gesamte Veranstaltung. Und das zweite Wochenende der Sylt Sailing Week gehört immer dem Final Race. Das ist unsere Endwertung nach einem Jahr Segeln in der Hobie-Klasse. Und dort treten unsere 14 Teams, also 28 Hobie 16 Katamarane, gegeneinander an. Five, four, three, two, one, start. Für Detlef Mohr startet der zweite Samstag mit einem Fleet Race. Alle Teams segelten um den ersten Platz und eine Verbesserung in der Gesamtwertung. Der Rekord-Europameister und mehrfache deutsche Meister greift auf mittlerweile 30 Jahre Erfahrung zurück. Trotz dem wenigen Wind am Morgen lieferten sich die Teilnehmer ein spannendes Rennen. Und jetzt wollen wir mal sehen, jetzt geht es eigentlich erst richtig los, weil jetzt gehen die Teamsegeln los, also zwei Boote gegen zwei andere Boote. Also das wird bestimmt noch spannend heute. Ich hoffe auch, dass der Wind noch ein bisschen zunimmt. Letztes Jahr war es sehr schwierig, wir hatten Wolkenbrüche, Regenschauer, praktisch Dauerzustand. Dieses Jahr gänzlich anders, eine Woche Sonnenschein, eine Woche Freude, eine Woche Spaß. Bei den Team Races erhielt VW aufgrund der Rangliste zunächst ein Freilos. Im Wettkampf gegen das Team Boot konnten sie sich im Viertelfinale nicht durchsetzen. Das ist natürlich dann schon ärgerlich. So ist das nun mal, ne? Kann man nicht ändern. Detlef Mohr segelt nicht nur mit, sondern organisiert das Event zusammen mit einem echten Sylter. Das liegt schon etwa 14 Jahre zurück, dass wir beide mal in einer Segelpause bei einer Meisterschaft in Kopenhagen an der Mole saßen, weil Flaute uns eigentlich mal so ein paar Flausen in den Kopf gesetzt haben und haben mal so überlegt, die Fehmarn-Rundregatta wieder aufleben zu lassen. Und das war eigentlich dann auch der Anlass, die Firma ProSail zu gründen. Ja, also ich habe ja früh angefangen, die Insel zu vermarkten im Segelsport. Also ich bin überall, wo ich auf den Regatten war, hatte ich dann schon die Flyer mit für die Regatten, die wir dann hier auf Sylt veranstalten. Und so hatte ich also in relativ kurzer Zeit immer bei den Regatten, die hier stattfanden, auch große Felder zusammen. Weil ich immer gesagt habe, wenn ich zu euch komme, dann müsst ihr auch zu mir kommen. Und ich bin eigentlich überall, auch ganz egal, was ich mache, ob ich jetzt meine Strandkörbe baue und die vermarkte oder eben diese Geschichten oder auch in anderen Vereinen. Ich halte also für Sylt die Fahne hoch und für mich ist es nun mal meine Heimat und das ist eine ganz besondere Insel. Genau. Und meine Tochter Sylt ist sehr aktiv auch, macht den Vater natürlich auch ganz stolz, dass sie auch ganz erfolgreich das sogar macht. Ich muss natürlich gestehen, ich habe auch einen ganz guten Steuermann für sie ausgesucht. Aber es ist Teamsport, also sie muss da auch ihre Leistung bringen. Und ja, klar, super toll. Die Yacht, ihren Vater, hat ihn auch schon ein paar Mal geschlagen. Ist selber auch schon mal deutscher Meister geworden, wo ich eben den dritten, glaube ich, nur gemacht habe. Und das ist schon toll, wenn man natürlich einen Sport ausübt, wo die Tochter nacheifert. Das Finale konnte Jill Mohr mit Helly Hansen als Siegerin für sich entscheiden.